Ich bin Axel Bergfeld, ich betreibe den Bergfels Biomarkt hier in der Stockenstraße. Eine der vier Straßen, die das Viktoriaviertel ausmachen. Und bin einer der Mitinitiatoren des Bürgerbegehrens Viva Victoria, mit dem wir in 2015 es erreicht haben, dass eben keine Shopping Mall hier gebaut wurde, dass auch kein großflächiger Abriss stattgefunden hat, sondern dass die Geschäfte, die jetzt hier sind, eben auch noch hier sind. Ich habe angefangen, meinen Bioladen hier eröffnet im Mai 2015. Und im Juni kam der Ratsbeschluss, das Viertel soll großflächig abgerissen werden. Und da haben wir uns dann zusammengetan mit einigen Selbstständigen, mit einigen Einzelhändlern hier, die auch jetzt bei der kommenden Fiesta wieder dabei sein werden. Und wir haben gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen und wir initiieren ein Bürgerbegehren. Und es ist uns gelungen, über 20.000 Unterschriften zu sammeln gegen eine Shopping Mall. Und das hat dann im Winter 2015 dazu geführt, dass der Rat sich uns angeschlossen hat und ein Bürgerbeteiligungsprozess initiiert wurde, der jetzt aktuell im Sommer 2017 läuft. Der läuft über das ganze Jahr und wird im Herbst 2017, jetzt also Ende August, Anfang September, in seine letzte Phase gehen. Dann wird dann von vier Architekturbüros und Konzepte erarbeitet, wie es jetzt hier in diesem Viertel weitergehen könnte. Wir glauben, dass dieses Viertel eben seine Stärken weiterentwickeln sollte und dass eine Stadt in 10 oder 20 Jahren keine zusätzliche Shopping-Mall braucht, sondern ganz andere Qualitäten, nämlich Aufenthaltsqualitäten. Hier geht es darum, dass ein vielfältiges, buntes Leben da ist. Das macht eine Stadt in 10 oder 20 Jahren aus. Und die Fiesta, die jetzt kommt, ist eigentlich ein Ausdruck davon, also von der Buntheit dieses Viertels und von den vielen, vielen, vielen individuellen Charakteren und dem, was die Leute hier eben verwirklichen von sich selbst. Und die Fiesta, glaube ich, ist ein ganz toller Ausdruck, weil die läuft ohne Geld, diese läuft auf der Basis von ehrenamtlicher Organisation und auf der Basis vieler, vieler kleiner Geschäfte, in denen Kultur stattfindet. Und das ist, glaube ich, in Bonn einzigartig. Und diese Einzigartigkeit, das ist eigentlich das, was dieses Viertel ausmacht. Also das gibt es in Bonn nicht nochmal, mitten in der Stadt. Sehr viele Menschen, die alle etwas beitragen zu einem großen, zu einem Viertel, zu einem Leben im Viertel. Und das wäre so ein Stück weit eine Vision, die ich für das Viertel auch habe. Das soll nicht ein Teil der Innenstadt werden im Sinne von integriert, geschluckt. Hier wird das Gleiche angeboten. Hier gibt es den fünften Starbucks und den zweiten H&M. Sondern diese Eigenständigkeit, das, was hier gewachsen ist, was das ausmacht, die sollte erhalten und betont werden. Das heißt, wir sind als Viktoriaviertel etwas Einzigartiges in dieser Stadt. Und das muss man auch merken und spüren und sehen können. Sei es über den Belag auf dem Bürgersteig oder andere Dinge. Also das heißt, Eigenständigkeit des Viertels wäre für mich das Ziel und Eigenständigkeit der Entwicklung hier im Viertel, die sich deutlich unterscheidet und auch deutlich unterscheiden darf von dem, was sonst in der Innenstadt passiert. Also ich sehe die Zukunft des Viertels als eigenständiges Viertel. Viktoria bleibt Viertel. Das ist ja im Moment so ein Slogan, der hat sich über die letzten Wochen und Monate entwickelt. Viktoria bleibt Viertel. Da steckt aber mehr hinter als ein Slogan, sondern das will sagen, dieses Viertel hat einen eigenen Charakter schon heute. Und dieser Charakter, den wollen wir auch weiter in Zukunft haben. Und der ist auch gut, glaube ich, für eine Stadt, für eine Großstadt oder für eine mittlere Stadt wie Bonn. Wir haben unendlich viele Studenten und wir haben eine ganz bunte Stadtbevölkerung. Und die Innenstadt ist schon recht uniform geworden. Das sieht man an vielen Schließungen von individuell geführten Läden. Und wenn es uns gelingt, glaube ich, hier in diesem Viertel diesen Platz für diese individuellen Läden zu halten, zu erhalten, mit Mieten, die auch bezahlbar sind, dann glaube ich, kann dieses Viertel etwas ganz Einzigartiges für ganz Bonn sein. Also das Viktoriaviertel als Labor für eine moderne Stadt im Jahr 2020. Also so, ich denke, so, wenn man das so sieht, dann ist es hier möglich, viel zu experimentieren, nach und nach zu entwickeln und zu gucken, was braucht es denn jetzt? Und dann hat man eigentlich das, was ja hier natürlicherweise auch in den letzten 40 Jahren passiert ist. Da hat sich ganz Stückchen für Stückchen, Haus für Haus etwas entwickelt. Das ist, finde ich, ein Beispiel, was man einfach auch so fortführen sollte bis in die Zukunft. Also wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich mir wünschen, dass Stadtentwicklung, dass man das hier als ein Stadtlabor gewissermaßen betrachtet, auch von der Stadt Bonn selbst her, von der Verwaltung her, und sagt, wir probieren hier mal etwas Neues aus, was wir bisher vielleicht noch nicht gemacht haben. Ist natürlich ein Wagnis, aber ich glaube, das Viktoriaviertel bietet das Potenzial. So,